einer Untersuchung kürzlich eine Analyse des österreichischen Kapitalmarkts gemacht und festgestellt, dass weite Teile der Publikumsfonds, die in Österreich angeboten werden, immer noch sehr stark in fossile Energie investieren, auch in Kohle. Klima.net ist geplant als Fonddatenbank, wo jeder private Investor auf einen Blick sieht, ob seine Investments den persönlichen Wertvorstellungen entsprechen. Ein Beispiel ist, ob ein Fonds besonders in klimaschädliche Aktivitäten involviert ist, ob Nuklearenergie vorkommt, Gentechnik und dergleichen. Wenn man weiß, dass mehr als 70 Billionen Dollar weltweit von Asset Managern verwaltet werden, kann man sich vorstellen, wie groß der Einfluss des Finanzmarktes auf den Klimawandel sein kann. Klima.net macht sich zum Ziel, Informationen zu schaffen und diese Transparenz klar darzustellen. Klima.net sollte langfristig ein Bloomberg der Nachhaltigkeit werden, wobei unser Ziel klar ist, dass mehr Transparenz und mehr Nachhaltigkeit im Finanzmarkt geschaffen werden muss.